Es wird Zeit, dass wir heute einen Schlussstrich ziehen, beziehungsweise mehr oder weniger einen Schlussstrich. Es geht nämlich heute um den allerletzten Part der gesamten Alle Tode in aus der Jurassic-Filmreihe. Ich sage ja ganz bewusst die Filmreihe, denn ihr habt mich darauf hingewiesen, Tobi, kannst du vielleicht auch nochmal eine Alle Tode aus Ranking-Liste aus der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous machen? Und hier ist die Antwort ganz kurz, ja. Allerdings beenden wir jetzt hier mit diesem Part die gesamte Filmreihe. Wir sprechen heute über Alle Tode aus Jurassic World Dominion. Außerdem werde heute nicht nur ich alleine das Wort ergreifen, nein, auch Zuschauer von euch haben mir Videoeinsendungen geschickt, beziehungsweise kamen 3 Videoeinsendungen bei mir an und die werde ich natürlich heute auch nochmal für euch abspielen. Worum es genau da geht, erfahrt ihr nach dem Intro. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch nämlich die Aufgabe verpasst, nennt mir doch mal die Top 3 Tode aus der gesamten Jurassic-Reihe. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten erstmal gerade mit der Videoeinsendung, die ich hier erhalten habe. Und bitteschön, hier sind die Top 3 Tode. Hallo Community. Tobi hatte angefragt, dass wir unsere 3 Lieblingstode im Jurassic-Universum vorstellen sollen, in einem kurzen Videoformat. Und ich dachte mir, warum nicht? Da bin ich sofort dabei. Gleich mal vorweg, meine 3 Tode spielen einzig und allein meine Meinung wider. Nicht die von irgendwem sonst. Niemandem sollte diese Meinung als Standard gesetzt werden und werden wahrscheinlich ein bisschen kontrovers sein. Aber das sind wirklich bei mir 3 Tode, die ja mich nicht geprägt, aber wo mich im Kino wirklich gefesselt haben. Auf meinem Platz Nummer 3, als Eddie Carr von den beiden T-Rexen gefressen, zerrissen wird. Das war für meine Verhältnisse damals ein extrem brutaler, cineastischer Overkill. Ich habe das gesehen und dachte mir so, mein Gott, die werfen den hoch, der eine beißt da rein, der andere beißt da rein und dann zerreißen sie ihn. Also das war wirklich was, wo ich mir gedacht hatte damals, Alter, das ist krass, das ist richtig krass. Das war heftig. Das war mit ausschlaggebend für mich damals, dass ein T-Rex für mich nie wirklich so einer der Favorites unter den Sauriern wird. Auf Platz 2, dementsprechend stark konkurrierend, da war ich dann aber dementsprechend schon ein bisschen älter, ist ein Tod in Jurassic Park 3. Und es ist, glaube ich, jetzt etwas kontrovers, weil es dreht sich hierbei nicht um einen Menschen, sondern nämlich der Kampf zwischen dem Spino und dem T-Rex. Nämlich als der Spinosaurus plötzlich mit seinem langen Gebiss den T-Rex am Nacken gepackt hatte und den dann kurzerhand umdreht hat. Das war für mich so, oh shit. Im Vorfeld, wir hatten nichts gesehen. Ich war damals mit meinem Bruder im Kino und wir hatten nichts gesehen von wegen Trailern oder irgendwie sowas oder vorherweg schon mal gesagt, ja, es wird jetzt etwas Größeres geben als den T-Rex. Das war schon so, wir waren schon im Kino und als das Geräusch kam und dann gesagt wurde so, ja, das war was Größeres als der T-Rex. 2 Filme haben nicht gereicht, um zu zeigen, dass der T-Rex der absolut Badass-Typ ist. Nein, da muss einer im rot angestrichen mit Rückensegel daherkommen und sagt mal kurzerhand so, nicht mit mir. Also das war heftig. Das war richtig heftig. Und auf Platz 1, ich habe schon angekündigt gehabt ja vorhin, dass das wird jetzt wahrscheinlich sehr kontrovers werden, aber das war für mich, vor allem weil es zum einen nicht so lange her ist, jetzt ist man natürlich älter, man kann Beweggründe viel besser verstehen, man kann sich emotional viel besser darauf einlassen, ist ein Tod in Jurassic World Fallen Kingdom, nämlich die Schlussszene zur Isla Nublar hin, als dann im Rauch und Feuer man die Silhouette vom Brachiosaurus aufstehen sieht und weiß, der ist jetzt tot. Das war richtig heftig, weil ich hab als Kind, Jugendlicher bis heute, ich liebe das Jurassic-Universum. Es wurde zwar erst im Nachgang
gesagt, dass das der exakt selbe Brachiosaurus ist wie im ersten Teil. Aber das war mir in dem Moment egal. Für mich war das der Brachiosaurus aus dem ersten Teil, weil es war die gleiche ikonische Pose. Und es war so für mich einhergehend, das ist jetzt nicht nur das Ende von diesem armen Tier, das ist nicht nur das Ende sämtlicher Tiere, was dort auf der Insel noch rumlagen und rumliefen, sondern das war für mich so das Ende. Jetzt gibt's keinen Jurassic Park mehr. Meine drei Lieblingstode aus Jurassic Park. Da musste ich erstmal ein bisschen überlegen und habe mich jetzt für drei Stück entschieden. Und auf Platz Nummer 3 habe ich den Tod von Donald Gennaro gesetzt. Weil da fängt noch eigentlich so lustig an, ihr alle kennt diesen Tod. Das ist der erste Tod, den man in Jurassic Park irgendwie zu sehen bekommt. Und man denkt irgendwie noch so, ja, ist ja irgendwie so ganz niedlich, wie der T-Rex da ankommt, wie er so auf dem Klo sitzt. Und dann kommt aber diese Szene, wo der T-Rex ihn packt und ihn rumschleudert und wie die ganzen Knochen gebrochen werden. Das sieht einfach sehr cool aus. Aber warum ich diesen Tod auf Platz 3 gesetzt habe, ist eigentlich der Grund, dass das als Kind bei mir voll dieses Gefühl getriggert hat, auch Menschen können ein Beutetier sein. Und dieses Weltbild, dass alle Tiere irgendwie unter Kontrolle sind, wird plötzlich aufgehoben und plötzlich waren wir Menschen in Gefahr. Und ja, das hat mich ganz schön beeindruckt damals und deswegen ist es mein Platz 3. Auf Platz 2 habe ich den Tod von Dieter Stark gesetzt, weil den lohnt es sich mal, sich ein bisschen genauer anzuschauen. Weil es gibt in Jurassic Park 2 Lost World halt diese Szene, wo die ganzen Soldaten auf die Insel kommen und alles durcheinander bringen und die Dinos werden eingefangen. Und während diesem ganzen Chaos gibt es halt eine Szene, wo Dieter Stark mit so einem elektrischen Feedschreiber dasteht und da kommt so ein kleiner Kompi an. Und dieser Kompi, der ist halt so neugierig, guckt sich das so an. Und er fragt dann halt noch so, ja, warum hat er keine Angst? Und man sagt ihm dann so, ja, die haben halt nie einen Menschen kennengelernt, die haben keinen Grund, Angst zu haben. Und dann nimmt er diesen Viehtreiber und schockt den Kompi damit. Und der ist dann völlig verängstigt und läuft weg. Und später gibt es ja dann die Szene, wo sich Dieter Stark von der Gruppe entfernt, wo er im Wald verloren geht. Und dann kommen halt diese ganzen Kompis an. Und er ist halt plötzlich nicht mehr in diesem Schutz dieser Gruppe, sondern er ist alleine im Kompi-Gebiet sozusagen. Und einmal muss man festhalten, wie unglaublich schön diese Kompis aussehen, diese ganzen Animationen und die Animatronics, und da steckt so viel Liebe in dieser Szene. Und aber auch mit diesem Aufbau dahinter finde ich diesen Tod einfach sehr cool und auch irgendwie so ein bisschen symbolisch, und der hat halt viel von dem, was mir später bei Jurassic World dann fehlt. Deswegen war das mein Platz 2. Auf Platz Nummer 1, wie könnte es anders sein? Man erkennt es schon, der Clever Girl Tod mit Robert Muldoon. Dieser Tod ist, glaube ich, über das Jurassic Park Franchise hinaus auch einfach einer der bedeutendsten Tode. Und ich habe ihn auf Platz 1 gesetzt, weil ich immer fand, dass Muldoon der einzige Charakter im Franchise war, der die Raptoren so richtig verstanden hat. Er wollte die nicht jagen, er wollte keine Trophäen, der hatte diese sachliche Distanz, hat das gesehen und gedacht so, Alter, damit sollten wir nichts zu tun haben, die sind eine Nummer zu groß für uns. Und obwohl er eigentlich die Raptoren so gut verstanden hat, waren sie am Schluss immer noch cleverer, und auch im Moment des Todes hatte er so viel Respekt vor ihnen, und das hat einen Platz 1 verdient. Dann dir erstmal vielen lieben Dank für deine Einsendung. Wir können gern öfter mal so Videos machen, wo ich dann auch Videos von euch mit einblende, gerade wenn es um so Sachen geht wie eben Rankings oder einfach ähnliches. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Ich würde das schon ganz cool finden. Kommen wir jetzt aber zum Hauptteil dieses Videos hier, und zwar zur großen Rankingliste alle Tode aus Jurassic World Dominion. Und ich musste mir den Film nochmal angucken. Ich habe Jurassic World Dominion jetzt nochmal gesehen. Das 8. Mal, glaube ich, insgesamt. Mir sind keine wirklichen Tode mehr eingefallen, und dann habe ich mir wirklich eine Liste geschrieben. Oder erstmal habe ich mir überlegt, was nimmst du jetzt wirklich als Tode mit rein, weil Jurassic World Dominion macht es mir da nicht wirklich einfach. Nur mal ganz kurz als Beispiel, der Film beginnt einfach mal mit dem ganz stupiden Text 47 Todesopfer von Dinosauriern. Das sind im Endeffekt Tode, die wir aber so nicht gesehen haben. Außerdem verzichtet der Film nahezu komplett darauf, uns auch wirklich deutlich zu zeigen, dass Person A oder B gestorben ist. Es gibt hier und da ein paar Tode, bei denen man ganz klar sagen kann, ja, das hat Person A oder B auf jeden Fall nicht überlebt. Allerdings kann man diese Tode an einer Hand ablesen, und ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen wenig. Aus diesem Grund habe ich mir jetzt hier eine Liste zusammengestellt und habe mir da jetzt wirklich die für mich am nachvollziehbarsten Tode herausgesucht. Das heißt auch bestimmte Momente, wo man vielleicht nicht sieht, dass Person A oder B oder Kreatur A oder B gestorben ist, man aber stark davon ausgehen kann, dass das eben der Fall ist. Ebenfalls habe ich die offizielle Fandom-Seite von Jurassic Park mit zu Hilfe mit zugezogen, weil auch da immer sehr zuverlässig angegeben wird, welche Figur oder welcher Saurier eventuell wirklich tot ist, welcher nicht tot ist und von welchem man es einfach überhaupt gar nicht weiß. Ihr merkt schon, das hier ist ein bisschen aufwendiger gewesen, weil Jurassic World Dominion da wirklich irgendwie, naja, versucht hat, vielleicht familientauglicher zu sein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier nicht gerade wirklich die
offensichtlichen Tode. Noch ein ganz kurzer Disclaimer von Anfang an. Ich werde hier die Heuschrecken nicht aufzählen. Ich werde nicht sagen, Heuschrecke, A, Heuschrecke, B, Heuschrecke, C, Heuschrecke, bla bla. Die kommen erstmal komplett raus, beziehungsweise kommen nicht alle Heuschrecken raus, aber ich werde jetzt hier nicht alle einzelnen Heuschrecken, die später verbrennen und runterstürzen, in die Liste mit aufnehmen. Trotz allem bin ich insgesamt auf 18 Plätze gekommen und das ist doch relativ viel. Tatsächlich auch im Vergleich zu den anderen Parts von Alle Tode aus. So viel hätte ich jetzt hier niemals mit gerechnet, aber wie gesagt, ich muss hier glaube ich auch ein bisschen mehr erklären, warum ich davon ausgehe, dass das jetzt hier wirklich ein Tod ist, obwohl er vielleicht gar nicht so wirklich gezeigt wurde. Beginnen wir mit Platz Nummer 18. Und ja, eben gerade habe ich groß angekündigt, ich werde jetzt hier nicht auflisten, Heuschrecke A, B, C, werde ich auch nicht machen. Wir müssen aber über einen einzigen Tod sprechen, der eine Heuschrecke betrifft. Und das ist der Tod der Heuschrecke, die vom Giganotosaurus gefressen wird. Warum ist dieser Platz jetzt so weit hinten? Naja, weil es ungefähr der einzige Tod des Giganotosaurus ist, aus der heutigen Zeit, der wirklich gezeigt wird. Also wir haben jetzt hier wirklich das allererste Mal in der Jurassic-Geschichte einen neuen Alpha-Predator vorgestellt. Das Maskottchen von Jurassic World Dominion. Wenn wir uns überlegen, Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 stand unter dem Zeichen des Tyrannosaurus Rex, beziehungsweise auch in The Lost World unter dem Zeichen von zwei Tyrannosaurus Rex. Die haben reichlich Todesopfer auf dem Konto und auch der Spinosaurus, der dann später in Jurassic Park 3 eingeführt wurde, der war wirklich gefährlich. Der hat wirklich die Leute gejagt und eben auch gefressen. Über den Indominus Rex müssen wir gar nicht reden, allein die eine Waldszene im ersten Drittel des Films, meine ich, wäre das gewesen, wo eine Gruppe von Soldaten versucht, den Indominus Rex einzufangen und er sie einfach alle tötet. Das ist wirklich das, was ich von einem neuen Alpha-Predator auch sehen will. Der Indoraptor hat hierbei ein bisschen weniger Tode auf dem Konto gehabt, aber auch hier muss man wirklich sagen, ja, ich habe verstanden, warum das Tier auf jeden Fall das neue Aushängeschild des neuen Jurassic World Films ist. Dann kam Jurassic World Dominion. Giganotosaurus wurde angekündigt und Alan Grant hat im Trailer schon verkündet, der größte Fleischfresser, der jemals auf der Erde gewandert ist. Und jetzt gibt's hier wieder ein paar Stimmen, die wahrscheinlich sagen würden, das stimmt aber gar nicht, der Spinosaurus war eigentlich größer. Bullshit, ist mir egal. Im Jurassic-Universum ist das eben nicht der Fall. Im Jurassic-Universum ist der Giga das größte Tier, ist eben einfach so. Und den bekommen wir eingeführt als ein Tier, das... Naja, er wurde als der Joker der Dinosaurier angekündigt. Und dann sieht man am Anfang auch, oder relativ zum ersten Mal, wo man den Giga wirklich sieht, wie er den T-Rex, naja, schon fast mobbt, also ihm ganz klar macht, ey, ich bin hier das neue Alpha, dieses Tier, dieses Reh, es war, glaube ich, ein Reh gewesen, das gehört mir. Er nimmt dem T-Rex einfach die Beute weg und zeigt dann damit, ich bin das Alpha. Ja, dann hat man so ein bisschen darauf gewartet, bis der jetzt auch wirklich was reißt. Aus den Trailern hatten wir bestimmte Szenen, die sehr an Dino Crisis erinnert hatten, wo der Giga seinen Kopf durch die Fenster durchsteckt und... Dann gibt es ein einziges Todesopfer vom Giga und das ist eine Heuschrecke, die sowieso schon am Brennen ist und so oder so gestorben wäre. Und ey, ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt den Film lieben oder auch nicht, aber sogar die Leute, die den Film lieben, müssen mir doch recht geben, das ist einfach viel zu wenig für den neuen Alpha-Predator des Films. Deswegen ist bei mir ganz klar auf Platz Nummer 18, also der letzte Platz eben, weil das ist halt Kappes, was da passiert ist. Und ja, der Giga hat noch einen anderen Tod zu verzeichnen, aber das war vor 65 Millionen Jahren, zu dem Tod kommen wir auch noch. Das hier ist ein anderer Giga und der hat einfach nur einen einzigen Tod zu verzeichnen und das ist eben eine Heuschrecke. Geil gemacht. Jetzt habe ich hier gerade meine Liste geschaut und gesehen, dass ich doch auch die 37 Tode mit in die Liste mit eingebaut habe, quasi aber als einen eigenständigen Platz. Und ich erinnere mich auch gerade wieder daran, warum das der Fall gewesen ist. Mich hat es irgendwie ein bisschen erschrocken, wie viele Todesopfer es doch schon gegeben hat. Ich meine, wir sind ja am Anfang dann, wie die Medien nochmal über das ganze Thema sprechen. Und dann bekommen wir eingeblendet 47, ich glaube, steht sogar dabei, menschliche Todesopfer durch Dinosaurier-Zwischenfälle. Und dieser Bericht spielt gar nicht allzu lange nach Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Deswegen war das damals ein Grund, war das letztens erst noch ein Grund, wo ich gesagt habe, komm, nehmen wir auch nochmal mit rein. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen schockierender als die Heuschrecke davor. Deswegen verdient auf Platz Nummer 17. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 16 und das ist jetzt der erste Platz, wo ich mir das so ein bisschen aus dem Hut ziehen musste, wo man nicht wirklich sieht, ob da Kreatur A oder Kreatur B gestorben ist. Aber man kann davon ausgehen, ja, das ist wirklich der Fall. Wir sehen nämlich dann später, also kurz nachdem wir sehen, dass 47 Menschen gestorben sind, in Dinosaurier-Zwischenfällen sehen wir, wie ein
Gepard oder war es ein Leopard? Ich werde es hier gerade mal einblenden. Einen Compsognathus jagt. Und das Ganze bricht allerdings ab, bevor wir wirklich sehen, dass der Kombi gefangen wird. Ich gehe allerdings stark davon aus, dass der Compsognathus hier der Raubkatze zum Opfer gefallen ist, weil eben auch im Hintergrund gerade darüber gesprochen wird, dass sich diese Tiere auch zum Teil als Beute in die Natur eingefügt haben und dass eben, dass die Dinosaurier auch interagieren mit unserer richtigen Welten. Was alles im Hintergrund gesprochen wird, passt eben einfach zu dem Umstand, dass der Compsognathus hier auch von der Raubkatze gefressen wurde. Wenn ihr das anders seht, übrigens, bei bestimmten Punkten, wo ich mir da ja die Sachen ein bisschen mit dazu denken muss, schreibt mir das gerne in die Kommentare unten rein. Sehr gerne auch mit Quellen. Wenn ihr meint, mir sagen zu müssen, ey, das ist ein Fakt, dass das Tier nicht gestorben ist, dann bitte mit einer Quelle, weil sonst kann ich darauf halt nicht eingehen. Platz Nummer 15 können wir relativ schnell abhaken, aber da bin ich bei der Recherche ein bisschen verwundert gewesen, denn Platz Nummer 15 ist einfach mal die Schlange, die hier über dem Feuer hängt. Und ja, das ist nicht einfach nur irgendeine Schlange, nein, aus den offiziellen Fan-Seiten, beziehungsweise von der offiziellen Jurassic-Wiki-Seite, können wir entnehmen, dass diese Schlange wirklich eine prähistorische Schlange ist. Ich werde den Namen hier gerade mal einblenden von dem Tier. Die gibt es übrigens auch bei Jurassic World Alive, da ist sie ein bisschen größer und gigantischer als jetzt hier im Film, aber das soll wirklich eine prähistorische Schlange sein. Wo kommt die her? Ich habe nochmal nachgeschaut gehabt, dass die ist nirgendwo aufgelistet. Die war nicht in Jurassic World, die war nicht im Park, die wurde nicht gezüchtet. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass dieses Tier wirklich schon vorher da gewesen ist, außer dass eben denn offiziell auf den Seiten zu vermerken ist, dass das hier keine normale Schlange ist. Und ey, keine Ahnung, wo das Tier hergekommen ist. Auf jeden Fall war ich da sehr verwundert. Okay, wir haben anscheinend jetzt auch wirklich prähistorische Schlangen mit dabei. Vielleicht gehen wir in Zukunft im Jurassic-Franchise ja nochmal Richtung Säbelzahntiger und sowas. Das kann ganz gut passieren. Aber in dem Fall war ich einfach sehr überrascht gewesen und das hat es bei mir ein bisschen nach oben gepusht. Deswegen muss ich sagen, ja, die prähistorische Schlange ist bei mir auf Platz Nummer 15. Platz Nummer 14 ist ein billiger Jumpscare. Und ich weiß, ey, ich mecker immer über Jumpscares rum. Jumpscares sind billig. Jumpscares, jeder kann einen Jumpscare machen. Wenn du irgendwie ein Video siehst, das komplett leise ist und plötzlich schreit dir jemand ins Gesicht, dann erschreckst du dich in der Regel immer. Bei mir klappt sowas komischerweise immer, trotzdem finde ich es halt sehr billig, so auf einen bestimmten Effekt hinzuarbeiten. Und in Jurassic World Dominion gibt es einen ähnlichen Effekt, der glaube ich gar nicht mal als Jumpscare gedacht war. Und zwar geht es hierbei um den Tod der weißen Taube bei der Hochzeit. Ebenfalls während einer Nachrichtensendung zu Beginn des Films sehen wir nämlich, wie ein Tyrannodon? Es war zumindest irgendein Flugsaurier, einfach eine weiße Taube packt, während die Karte nach oben geschmissen wird. Man sieht eine schöne Hochzeit, und dann kommt das Tier angeflogen und packt die Taube. Und damals habe ich mich im Kino dabei wirklich erschrocken. Also wirklich so kurz zusammengezuckt. Und ich finde diesen Tod wirklich nicht schlecht. Ich muss sagen, er ist natürlich viel zu kurz. Ja, es wird halt eine Taube gefressen. Aber ich finde, das zeigt wieder sehr gut, ähnlich auch wie die Kombi-Szene mit der Raubkatze, wo man aber eben nicht sah, was da wirklich abgegangen ist dann zum Schluss, zeigt auch die Szene wieder sehr gut, dass sich die Dinosaurier eben sehr schnell auch in unser Ökosystem eingegliedert haben. Also die nehmen jetzt schon unsere Tiere mit als Beute. Andersrum natürlich auch. Und muss halt sagen, der Tod, ich fand den nicht so schlecht als Einleitung für die ganze Nummer. Deswegen muss ich sagen, hier ein ganz verdienter Platz Nummer 14. Platz Nummer 13 kann man jetzt auch nur wieder dem Jurassic Wiki Einträgen vertrauen. Oder muss man eben hierbei vertrauen? Und ich habe gesagt, ja, okay, das passt irgendwie schon so. Und hier geht es nämlich um den Mosasaurus, der ganz am Anfang in der Extended-Version, hätte ich vielleicht von vornherein sagen sollen, wir reden hier natürlich über die Extended-Version, da reißt der Mosasaurus ein Schiff in die Tiefe, beziehungsweise er packt diesen einen Haifischkäfig, ich glaube, da war ein Haifisch drin oder zumindest Fische drin, und reißt dann das Boot einmal komplett in die Tiefen, dass das Boot eben umkippt. Laut dem Jurassic Wiki sind die Besatzungsmitglieder dieses Bootes wirklich tot. Einer der wenigen imposanten Auftritte des Mosasaurus, der in der gesamten Jurassic-Filmreihe ja wirklich viel zu kurz gekommen ist. Und ja, da muss ich sagen, doch, das ist schon ein ganz imposanter Tod gewesen, der auch relativ am Anfang passiert ist. Ihr merkt schon, zu Beginn des Films kommen irgendwie ganz viele Sachen auf einmal, aber ich muss wirklich sagen, ja, doch, das war schon ziemlich cool gewesen. Auf Platz Nummer 12 sind wir jetzt, meine ich, gelandet und ich weiß nicht, ob ich das sogar weiter unten noch gerankt hätte, aber ich habe mich jetzt eben für Platz 12 entschieden, sind die beiden Wilderer, die von Blue getötet werden. Und dabei stört mich daran zwei Sachen. Zum einen, wir sehen schon wieder nicht, wie Blue
die Jäger tötet. Und ey, muss ich immer irgendwie Gewalt sehen? Ganz ehrlich, in einem Jurassic Park Film, ja. Ich will doch sehen, wie die Dinosaurier auch die Menschen fressen. In Jurassic World Dominion wird immer kurz vorher weggeschnitten, damit dann vielleicht nicht irgendwie jüngere Zuschauer vergrault werden. Ich meine, ich war damals in The Lost World in Jurassic Park 2 gewesen, da war ich 8. Ich hab's auch überlebt. Aber okay, andere Zeiten. Abgesehen davon ist diese gesamte Szene sehr seltsam gemacht. Ich meine, schauen wir uns mal bitte an, wie Blue hier einfach rennt. Man hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, zum Teil Slow Motion einzuführen. Dann läuft Blue noch komplett bescheuert. Und es sieht auch nicht so aus, als wäre dieser Raptor wirklich da. Also man merkt, dass das wirklich zwei verschiedene Effektebenen sind. Beziehungsweise eben einmal der echte Schneeboden und einmal einen CGI-Dinosaurier obendrauf. Und das stört mich hier schon sehr, weil Jurassic World generell, bin ich der Meinung, hat eigentlich sehr gutes CGI. Das hier allerdings gehört auf gar keinen Fall dazu. Platz Nummer 11 und wir springen wieder an den Anfang zur Reportage, nämlich zu dem Moment, wo gesagt wird, dass 47 Menschen bereits von Dinosauriern getötet wurden. Jetzt mögt ihr vielleicht meinen, Tobi, da hast du doch schon mal drüber gequatscht gehabt. Ja. Allerdings sehen wir dann, während diese Meldung läuft, quasi den nächsten Tod durch einen Dinosaurierunfall, der, glaube ich, zumindest noch nicht mit dazu zählt. Vielleicht aber auch doch, auf jeden Fall sehen wir diesen Tod jetzt hier wirklich, den einzigen Tod von diesen 47 menschlichen Toten. Das Ganze ist eben aus einer Dashcam gefilmt. Wir sehen, wie das Auto einem Stegosaurus ausweichen möchte. Der Stegosaurus knallt aber noch mit seinem Stachelschwanz gegen die Scheiben des Autos und das Auto fällt einen Berg runter. Auch hier kann man den offiziellen Seiten entnehmen. Die Person in dem Auto ist wirklich gestorben. Das heißt, ja, wenn ich drüber nachdenke, macht es Sinn, dass dieser Tod mit zu den 47 Toten gehört. Aber den haben wir eben jetzt endlich mal wirklich gesehen. Das, was diesen Tod so besonders macht, ist eigentlich, dass dieser Tod genau das ist, was ich von Jurassic World Dominion erhofft hatte. Zeigt mir das Leben unter Dinosauriern. Zeigt mir das Chaos, das dadurch ausgebrochen ist. Und das sehen wir hier eben in diesem Ausschnitt. Relativ kurz, aber dennoch sehr gut. Platz Nummer 10, und den werden wahrscheinlich viele von euch sehr weit oben gerankt haben, ist der Typ auf dem Roller, der auch irgendeinen lustigen Namen am Ende wieder bekommen hat. Die Geschichte hinter dem Typ auf dem Roller ist vielleicht ganz interessant, denn der Kerl auf dem Roller ist tatsächlich kein echter Schauspieler gewesen. Das war ein Mann, der bei einem Gewinnspiel, so war es gewesen, glaube ich, mitgemacht hat. Und damals konnte man eben gewinnen, dass man in Jurassic World Dominion einen Tod bekommt. Er hat das hier gewonnen und das sieht man. Diese Szene sieht sehr seltsam aus, sehr unorganisch und auch sehr bescheuert. Ich meine, schaut mal, wie er einfach mit seinem Kickroller durch die beiden Riesensaurier durchfährt und auch irgendwie gar nicht so wirklich, er ist nicht so in Panik, wenn man sieht, wie alle um ihn herum in Panik geraten und wegrennen und er fährt da mit aller Seelenruhe durch, das sieht einfach sehr komisch aus und man merkt, dass diese Szene so eigentlich gar nicht geplant gewesen ist, die wurde erst im Nachhinein dann noch hinzugefügt und das sieht mir aus wie ein Werbespot, das sieht mir aus, als wäre da gerade ein Werbespot am Laufen über irgendetwas und nee. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich weiß, sehr viele finden diesen Tod witzig, aber er soll nicht witzig sein. Also das soll ein ernst gemeinter Tod sein, der einfach nur witzig aussieht, weil er eben bescheuert aussieht. Und ähnlich wie auch bei der Szene mit Blue, wo Blue die beiden Wilderer frisst, finde ich auch das sieht sehr, sehr, ja, sehr aus der gesamten Szene einfach herausstechend und das im negativen Sinne. Deswegen ist der Typ wieder auf dem Roller für mich auf Platz 10. Warum dennoch so weit vorne im Endeffekt? Naja, wir haben es wenigstens mal gesehen. Das ist doch auch schon mal ein Anfang. Wir haben endlich mal einen richtigen Tod gesehen. Auf Platz Nummer 9 haben wir die Atrociraptor-Tode. Und jetzt halt, stopp, bevor Missverständnisse auftauchen. Nein, alle vier Atrociraptoren sind jetzt offiziell bestätigt nicht gestorben. Das war bei Ghost ja immer so eine Sache gewesen. Bei Ghost war immer nur Unknown eingezeichnet gewesen. Also man wusste es halt nicht, weil Ghost ist ja aus dem Flugzeug gefallen. Ins Wasser natürlich, aber aus dieser Höhe. Wenn du auf dem Wasser aufschlägst, kannst du dir schon mal was brechen. Nein, Ghost ist aber jetzt offiziell noch am Leben. Ob die Saurier später nochmal vorkommen könnten in weiteren Jurassic-Projekten, ja, möglicherweise. Ich glaube mal, es wird einen Grund dafür geben, dass man die jetzt wirklich alle vier als noch lebendig bestätigt hat. Mit den Toten meine ich allerdings die Tode, die Atrociraptoren mit sich bringen. Und ihr wisst ja vielleicht, ich bin so ein heimlicher Fanboy der Atrociraptoren. Ich finde gerade Ghost vom Design her unfassbar genial. Und an dieser Szene gefallen mir Sachen, die vielen vielleicht nicht so ganz gut gefallen, nämlich dieses Panische, dieses Hektische und dass man gar nicht allzu viel erkennt. Das heißt, sobald die Atrociraptoren aus ihren Gefängnissen herauskommen, geht die Kameraführung relativ schnell. Es geht Schnitt auf Schnitt auf Schnitt auf Schnitt, was ja wirklich eigentlich
eher anstrengend ist für die Augen, aber es zeigt doch sehr deutlich, was für eine Panik hier ausbricht. Man schafft es auch so ein bisschen als Zuschauer zu bemerken, wie das Ganze jetzt quasi das war, glaube ich, dass die Geheimagenten aus Frankreich waren das, glaube ich, die da gefressen wurden, wie die das Ganze einfach wahrnehmen. Und dann die checken überhaupt nicht, was da gerade wirklich abgeht. Und du als Zuschauer checkst es eben genauso wenig. Du siehst irgendwann nur mal im Hintergrund, da wird eine Person gefressen, da wird einer umgerannt, da wird einer weggesnackt. Und so fühlen sich eben auch die Soldaten oder eben die Geheimagenten aus Frankreich, zu denen ja auch dann Barry gehört, den wir aus Jurassic World 1 bereits kennen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Ich mag Szenen, wo ich als Zuschauer das fühle oder das fühlen soll, was eben auch die Hauptfiguren fühlen. Das hat hier für mich zumindest sehr gut funktioniert. In diesem Sinn muss ich sagen, ja, kleiner Atrociraptor-Bonus ist ja auch wieder mit dabei, was soll ich machen? Verdient auf Platz Nummer 9. Platz Nummer 8 ist der Parasaurolophus. Und das ist eine Szene, die ich wirklich ungern sehe. Ich bin auch immer so am Haben mit mir selbst, ob das eine gute Szene ist oder ob die Szene eigentlich Quatsch ist. Und zwar geht es darum, dass wir ja relativ zu Beginn von Jurassic World Dominion sehen, wie Owen eine Herde von Parasaurolophus einfängt. In der Extended-Version sehen wir dann eben auch, wie Owen versucht, einen dieser Parasaurolophus, der sich von der Herde abgewandt hat, in ein sicheres Gebiet zu bekommen. Dann taucht allerdings auf einmal Rain auf, der Name war glaube ich Rain gewesen, der sich aber als Dinosaur Protection Wildlife Typ ausgibt und dann kommt aber raus, nee, das ist ein Wilderer, der will die Knochen des Parasaurolophus verkaufen. Für ganz viel Geld, ich meine, es war angegeben $500,000 pro Pfund, war das so irgendwie, ich werde es hier gerade mal einblenden. Also schon eine ganze Menge Geld für so ein Tier. Und Owen, naja, zieht einfach den Schwanz ein mit der Aussage, nee, ich will jetzt hier nicht in den Kampf mit dem Typen gehen, nimm den Parasaurolophus ruhig weg. Ruhig mit, ja, der wird dann sehr wahrscheinlich auch danach gestorben sein, weil wir sehen dann einfach Rain erst wieder, wie er auf Malta ist. Das ist Tage später, das Tier wird tot sein und wird auf dem Schwarzmarkt in einzelnen kleinen Stückchen verkauft worden sein. Und Owen sagt eben, nee, ich habe jetzt ja eine Familie, deswegen kämpfe ich nicht mehr. Weiß nicht, das fühlt sich nicht richtig an, der Satz, dass da ein Wilderer einfach ankommt, der sogar später die Tochter von ihm klaut, also die Pseudotochter Maisie, was er noch nicht wusste, natürlich nicht, aber ich denke mir, du hast gerade einen Typ vor dir stehen, der dir ein Gewehr an den Kopf gehalten hat, der Typ ist zu allem bereit und du sagst einfach, nee, ich kämpfe nicht gegen ihn, weil ich meine Familie beschützen will. Nee, eigentlich sollte der Typ weg, um die Familie zu beschützen. Das hätte dann auch wesentlich, naja, mehr geholfen. Hätten wir auch keinen Film dann bekommen, natürlich, weil er dann eben auch Maisie und Beta hätte nicht entführen können. Aber diese Szene an sich ist schon ein bisschen blöd. Ich bin kein Riesenfan von Owens Charakter, muss aber wirklich sagen, die Tatsache, dass der Parasaurolophus jetzt hier einfach so aufgegeben wurde, hat einen ganz faden Nachgeschmack. Deswegen muss ich sagen, ja, Parasaurolophus auf jeden Fall auf Platz Nummer 8. Platz Nummer 7 befindet sich auf Malta, nämlich der Kampf zwischen dem Oviraptor und diesem Lystrosaurus war der Name, glaube ich, gewesen, der irgendwie auch Augenbrauen hat und aussieht wie so ein kleines Alien aus Star Wars. Der beißt nämlich dem Oviraptor hier den Kopf ab und naja, das Tier verhält sich eben dann wie ein Huhn. Ja, wenn du Hühner den Kopf abschlägst, dann haben die auch durch Reflexe noch bestimmte Muskelzuckungen und sowas. Und ich weiß noch, wo diese Szene damals veröffentlicht wurde, wo es dann hieß, hier, das bekommt ihr in der Extended-Version. Und alle haben gesagt, boah, ist aber schon ein bisschen hart, oder? Muss das da unbedingt mit rein? Und ich dachte mir so, ey, in Jurassic Park 1 haben wir einfach gesehen, wie der Arm von Mr. Arnold ohne restlichen Körper blutig über Ellies Schulter gehangen hat. Wir haben gesehen, wie Eddie in zwei Hälften gerissen wurde. Wir haben sogar in Jurassic World im ersten Film gesehen, wie der Indominus Rex einfach einen Soldaten in der Baumkrone zerbeißt. Wir hören die Knochen knacken und das Blut kommt runter. Nochmal, das ist doch irgendwo Jurassic Park oder eben auch Jurassic World, was Jurassic World sein sollte. Die Tode gehören irgendwie mit dazu. Niemand geht doch in den Film und denkt sich, no, aber auf die Tode habe ich eigentlich gar keinen Bock. Die Tode gehören mit zu Jurassic, wie Dinosaurier im Endeffekt auch. Und deswegen muss ich sagen, ja, die Szene hat mir sehr gut gefallen. Die war wieder so ein bisschen brutal, aber irgendwie auch so realistisch brutal. Das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen muss ich sagen, ja, der Tod des Oviraptor, ich mag das Tier sowieso nicht. Ist hier ganz klar auf Platz Nummer 7 gelandet. Auf Platz Nummer 6 haben wir dann Rain in einer der bescheuertsten Action-Szenen aus dem gesamten Film. Allerdings wird jetzt hier Rain endlich dafür bestraft. Und diese Szene, die jetzt kommt, in der Rain sein Leben lassen muss, weil er quasi von zwei Dinosauriern
wie eine Jesus-Figur nach links und rechts gezogen wird, ein Kreuz bildet und dann kommt der Baryonyx von hinten und beißt ihm quasi nochmal den Kopf ab oder beißt ihm zumindest in den Kopf rein. Wir sehen es natürlich wieder nicht. Diese Szene ist sehr viel mehr befriedigend, wenn wir vorher die Extended-Version gesehen haben, die Extended-Szene mit dem Parasaurolophus. Und Rain bekommt in der Extended-Version so ein paar Szenen mehr, wo man einfach immer mehr so eine gewisse Abneigung gegen diesen Kerl entwickelt. Und deswegen finde ich das hier schon sehr gut, wie das Ganze hier auch umgesetzt wurde. Was mir allerdings gar nicht gefällt, ist wieder mal, dass Dinosaurier hier ganz offensichtlich nur die Bösen angreifen. Wir sehen nämlich einfach, wie im Hintergrund ein Allosaurus Amok läuft, ein Carnotaurus Amok läuft. Rain wird gerade von einem Baryonyx gefressen und Owen steht quasi dann einfach vor diesem gesamten Szenario, ohne Angst zu haben, dass ihn irgendwas angreifen könnte. Er schaut nicht mal mehr nach hinten und holt, glaube ich, sein Telefon raus. Also mehr kannst du mir einfach nicht zeigen, dass diese Figur, Owen Grady, gespielt von Chris Pratt, dass diese Figur niemals in Gefahr sein wird. Ist ein bisschen schade in einem Film, wo es genau darum geht. Dinosaurier sind eine Gefahr. Das haben sie hier ein bisschen verkackt. Trotz allem muss ich sagen, ja, der Tod von Rain hat mir dann doch relativ gut gefallen. Kommen wir jetzt zum Allosaurus und zum Carnotaurus. Die beiden habe ich eben gerade schon mal angesprochen. Und bei denen sehen wir, meine ich, ein Tod pro Dinosaurier. Wir sehen zum Beispiel, wie der Allosaurus einen Menschen rüberschmeißt zum Carnotaurus. Dann später schnappt sich der Allosaurus nochmal einen weiteren Menschen, der bereits Feuer gefangen hat. Und im Hintergrund sehen wir auch nochmal ganz kurz, wie einer der beiden auf jeden Fall einen Menschen verschluckt. Das heißt, hier haben wir sowohl im Vordergrund ganz klar Tode, die wir auch gesehen haben. Wir wissen ganz klar, die Personen werden auf jeden Fall gerade gefressen. Während wir aber auch im Hintergrund immer wieder mal sehen, wie die beiden Dinosaurier Amok laufen. Und da muss ich wirklich sagen, abgesehen von Chris Pratts Unbesiegbarkeit in dem Film, fand ich die Malta-Szene dann doch relativ angenehm. Gerade jetzt nochmal beim neuen Gucken von Jurassic World Dominion muss ich wirklich sagen, an der Malta-Szene hat es nicht gelegen, dass der Film mir persönlich nicht gefällt. Ich mag das Chaos, was da schon ausbricht, einfach nur, weil zwei große Dinosaurier amok laufen, vier Atrociraptoren und die gesamte Szenerie ist sowas von chaotisch und ich dachte mir, ja, das hätte man doch vielleicht noch ein bisschen öfter zeigen können. Nicht immer dasselbe, aber vielleicht auch mal auf anderen Kontinenten oder in anderen Städten hätte ja auch schon gereicht. Aber diese Panik, die dann da eben ausbricht, dieses gesamte Chaos, hat mir doch sehr gut gefallen. Und gerade die beiden Dinosaurier, Carnotaurus und Allosaurus, die haben irgendwie eine Chemie miteinander, oder? Kommt das nur mir so vor? Aber ich finde die beiden zusammen, das passt irgendwie ganz cool. Ich könnte mir auch locker einen Film mit den beiden Sauriern angucken. Wie so ein Buddy-Cop-Duo, Allosaurus und Carnotaurus. Also irgendwie mag ich die beiden Saurier zusammen. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Der Hirsch. Ja, tatsächlich ist es der Hirsch geworden. Platz Nummer 4. War ein Tod, den ich im Kino nicht einfach nur nicht kommen sehen habe, sondern für mich war das Tier Therizinosaurus. Ich hatte keine Ahnung, was das für ein Dinosaurier ist. Ich wusste nichts über dieses Tier. Viele von euch kannten den ja schon aus Spielen wie Ark, meine ich, war es gewesen. Ich wusste weder, ob es ein Fleischfresser war oder ob es ein Pflanzenfresser war. Ich wusste nicht, was ist das denn wirklich für ein Vieh? Und auf einmal kam der relativ aggressiv rüber. Ja, erstmal die gesamte Szene Therizinosaurus, die wahrscheinlich beste Szene aus der gesamten Jurassic World Trilogie. Und Dinosaurier, der einfach blind ist und Claire muss quasi leise sein. Das hätte man ruhig noch ein bisschen weiterspinnen können, weil das schon fast so eine Spielberg-jeske Idee gewesen ist, dass man jetzt hier wirklich mit Lautstärke arbeiten muss. Und das ist einfach eine sehr schöne Sache gewesen. Kurz davor sehen wir allerdings noch, wie der Therizinosaurus ein Reh erschnüffelt oder eine Hirschkuh. Und obwohl der Therizinosaurus ein Pflanzenfresser ist, sagt er sich halt selber, nee, das ist mein Revier, packt seine riesigen Klauen aus und scheppert das Vieh einmal komplett weg. Kurzer Funfact hier an der Seite, da gibt es ein super schönes Interview mit einem echten Paläontologen. Der hat erzählt, über den Therizinosaurus ist noch gar nicht so viel bekannt. Das heißt, das Tier ist noch relativ unerforscht. Man geht aber stark davon aus, dass diese Krallen, die das Tier hatte, überhaupt nicht so stark gewesen wären. Dabei bezieht er sich dann später noch auf den Kampf Therizinosaurus gegen Giganotosaurus. Das hätte wohl so nie passieren können, weil diese Krallen wohl nur dafür da gewesen wären, um Blätter abzuschneiden, um Pflanzen irgendwie von den Wurzeln heraus auszugraben. Aber das waren keine wirklichen Angriffswaffen jetzt gegen Gegner. Wird auch mal so benutzt worden sein früher mit Sicherheit. Aber ja, so viel einfach nur als kleiner Sidefact. Auf Platz Nummer 3 haben wir Louis Dodgson. Ich mochte Louis Dodgson. Ich mochte Louis Dodgson aus Jurassic World Dominion mehr als Louis Dodgson aus Jurassic Park 1. Was ja auch nicht unbedingt schwer ist, denn Louis Dodgson aus Jurassic Park 1 haben wir ja nicht allzu lange gesehen. Der Tod von Dodgson in Jurassic World Dominion ist dann aber doch
sehr gut dargestellt. Ich mag das Spiel mit Licht und Schatten, haben sie ja super umgesetzt. Wir sehen dann eben, wie Louis Dodgson sich unter der Erde befindet, in diesen Tunneln, wo diese Züge langfahren. Und dann tauchen immer wieder mal so Rauchsäulen auf. Und in diesen Rauchsäulen sehen wir dann die Silhouette des Dilophosaurus. Man weiß gar nicht so ganz genau, ist der jetzt nah an ihm dran, ist der jetzt noch weiter weg. Es hat mir einfach sehr gut gefallen, so diese Ungewissheit zu haben. Natürlich wussten wir alle, jetzt wird er hier irgendwie sterben. Das ist auch so eine Sache, das ist mir in Jurassic World Dominion zu häufig zu klar, welche Person jetzt wirklich sterben wird. Ja, ähnlich der Rollerfahrer, das hat man gewusst, dass der jetzt einfach stirbt. Louis Dodgson ist auch so ein Kandidat, da hast du einfach gewusst, ja, der stirbt jetzt eben. Und wie er stirbt, ist dann schon so ein bisschen, man kann es Fanservice nennen, man kann es faul nennen. Ich finde, es passt tatsächlich sehr gut zu einem schönen Abschluss dieser Figur, die nämlich einen ähnlichen Tod erleidet wie ein Dennis Nedry, der ja quasi von Dodgson mehr oder weniger ausgenutzt wurde und einfach sogar, naja, hängen gelassen wurde. Muss ich gucken, ob ich gerade nicht Buch und Film durcheinander bringe, aber irgendwo wurde auf jeden Fall auch gesagt, dass Louis Dodgson im Falle von, dass die Dose ans Schiff kommt, ohne Dennis Nedry irgendwie, kann der auch einfach zurückbleiben. Ich meine, das war aber im Buch sogar gewesen. Das hat auf jeden Fall aber so eine ganz schöne Wirkung. Ich bin kein Fan von den Dilophosauriern aus Jurassic World Dominion, weil die alle sehr gleich ausgesehen haben. Oder, naja, nicht einfach nur sehr gleich, sondern die haben alle ausgesehen wie so Geisterbahnpuppen. Da sah der eine in Jurassic Park wesentlich geiler aus. Aber an sich muss ich wirklich sagen, ja, wenn es einen Tod gibt, der dann doch auch noch sehr befriedigend ist. Gerade wenn man sich ja überlegt, dass Louis Dodgson nahezu an allem schuld ist, was in der gesamten Jurassic-Reihe passiert. Der ist ja der Drahtzieher für die ganze Dennis Nedry-Geschichte überhaupt erst gewesen. Fand ich den Tod ja dann doch sehr gelungen. Deswegen ganz klar Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 ist der Tod des T-Rex von vor 65 Millionen Jahren. Ja, in der Extended-Version bekommen wir noch einen 5-Minuten-Prolog, der unfassbar gut ist. Der vielen von euch ja irgendwie negativ aufstößt, weil ihr sagt, nur der Giganotosaurus und der T-Rex hätten sich ja damals gar nicht begegnen können. Ey, eine fiktive Geschichte, im Universum von Jurassic geht das eben. Ich finde das nicht so schlimm, sowas einfach mal zu schlucken, keine Ahnung. Velociraptoren sind auch in Jurassic Park wesentlich größer, als sie in echt gewesen sind. Die sahen ja in echt mehr aus wie kleine Hühnchen. Da sind sie halt richtige große Raubtiere, über 2 Meter lang. Muss man einfach mal irgendwie 2 Augen zudrücken, dann passt das irgendwie auch schon ganz gut. Auf jeden Fall war hier die Optik schon mal sehr geil. Wir haben das allererste Mal gesehen, dass auch in der Welt von Jurassic Park, also im Universum von Jurassic, Dinosaurier früher auch sowas hatten wie Fell oder Federn. Wir sehen dann irgendwann den Vorfahren von Rexy, der dann gegen den Giganotosaurus kämpft. Und auch der hat dann schon so eine Art Fell um den Kopf gehabt. Und das fand ich zum Beispiel wieder sehr charmant, dass man hier auf das Thema eingegangen ist. Ja, Dinosaurier waren wahrscheinlich auch früher sehr viel bunter. Das haben sie jetzt hier nicht mit eingefügt, das brauche ich aber jetzt auch nicht. Auf jeden Fall haben sie hier ein bisschen mehr Richtung Wissenschaft gedacht. Und ich fand das schon ganz cool. Und dann haben wir einen Kampf gesehen, Giganotosaurus gegen Tyrannosaurus Rex. Und ich muss sagen, der Kampf ist vielleicht mitunter der realistischste Kampf. Ich fand, der hat sich nämlich ähnlich angefühlt wie der Kampf Spinosaurus gegen T-Rex. Stirbt der T-Rex hier schon wieder? Natürlich. Der T-Rex stirbt immer. Das ist so ein Ding. Das wird so ein Running Gag werden in zukünftigen Projekten. Da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall ist der Kampf relativ kurz und die Dinosaurier bewegen sich hier auch wie echte Tiere. Als Beispiel in Jurassic World war das nicht der Fall gewesen. Ein T-Rex und ein Raptor kämpfen zusammen in einem Team und dann hüpft der Raptor auf den T-Rex wie bei den Bremer Stadtmusikanten und die machen dann Tag-Team und das war einfach zu viel des Guten, das war wirklich zu viel vermenschlicht. Hier haben wir wieder einen schönen Dinosaurierkampf, wo einfach gezeigt wird, ja, das sind eben einfach auch Raubtiere. Ja, die haben ihr eigenes Verhalten. Wahrscheinlich war das auch irgendein Revierkampf zwischen den beiden gewesen und ich fand das eben einfach sehr schön, dass wir da nochmal so einen schönen, kurzen, knackigen Kampf gesehen haben, der einfach nicht so überzogen war wie, naja, das Ganze in Jurassic World. Kommen wir jetzt mal zu Platz Nummer 1 und der Platz, den hätte wahrscheinlich niemand kommen sehen, weil ich diesen Kampf schon so oft verteufelt habe. Der Tod des Giganotosaurus im Kampf gegen T-Rex und Therizinosaurus. Warum ist der Platz jetzt auf Platz 1? Nach Platz 1 kommt übrigens noch ein Platz 0, fällt mir gerade auf. Ein kleines Special noch für euch. Da kommt ihr niemals drauf, was auf Platz 0 ist. Auf jeden Fall, ich habe mich ein bisschen mehr über diese Szene informiert. Es gibt inzwischen immer wieder Sachen, die zu Jurassic World hinzugedichtet werden. Ja, das macht man generell gerne in allen möglichen Filmfranchises, um bestimmte Logiklücken oder einfach Fragen aufzufüllen, dass man eben einfach nachträglich sagt, okay, pass auf, das werden wir jetzt hier einfach so und so und so erklären. In diesem Fall ist es nämlich zum Beispiel so, dass wir ja wissen, dass der Tyrannosaurus Rex erst im Biosyn Valley angekommen ist, als oder kurz bevor Dr. Alan Grant und Ellie Sattler ebenfalls bei Biosyn angekommen sind.
Das heißt, kurz vorher gab es nur den Giganotosaurus als den großen Alpha-Predator. Das Gegenstück zum Giganotosaurus war, bevor Rexy im Biosyn Valley angekommen ist, allerdings, ja, ist inzwischen offiziell bestätigt worden, der Therizinosaurus. Einer der Produzenten hat auf Twitter veröffentlicht, ja, der Therizinosaurus und gerade eben auch der Giganotosaurus haben beide bestimmte Merkmale, die darauf hindeuten lassen, wie stark die beiden schon miteinander gekämpft haben. Ich glaube, hier wird ein bisschen darauf eingegangen, das ist der Grund, warum der blind ist, der Therizinosaurus. Ich frage mich, wie der Giga den blind gemacht haben sollte. Da ist jetzt noch nichts großartig drüber beschrieben gewesen. Allerdings hat auch der Giganotosaurus bereits Narben im Gesicht, die eben von den Krallen des Therizinosaurus stammen. Wenn man diesen Hintergrundfakt hat, finde ich, macht der Endkampf wieder ein bisschen mehr Sinn. Warum ist der Therizinosaurus plötzlich da? Weil auch der bereits vom Giga, naja, nicht getötet, aber eben stark verletzt wurde. Das heißt, der Therizinosaurus hat einen persönlichen Grund, den Giga zu hassen und auch der T-Rex hat einen persönlichen Grund, den Giga zu hassen. Ja, der Grund kann vielleicht ein bisschen flach rüberkommen. Trotz allem muss ich wirklich sagen, dass dieser Tod des Giga damit doch irgendwie in ein ganz anderes Licht gerückt wird. Und vielleicht geht es dabei ja nicht nur mir so. Ich fand diesen Tod nämlich damals im Kino extrem schwach. Damals hätte ich nie gesagt, das ist mein Platz Nummer 1. Der Platz wäre ganz weit hinten gelandet. Beim 8. Mal gucken, jetzt habe ich mir gedacht, nee, so doof finde ich den irgendwie gar nicht. Wie geht's euch damit? Ganz wichtige Frage, wie geht's euch mit Jurassic World Dominion? Habt ihr da ähnlich wie ich auch manchmal so Schwankungen bei dem Film? Irgendwie ganz seltsam. Und kommen wir jetzt hier zum großen Bonustod, Platz Nummer 0. Ja, in diesem Fall ist auch etwas wirklich Wichtiges gestorben. Und tatsächlich habt ihr mich darauf hingewiesen, Tobi, ist dir eigentlich aufgefallen, dass Dr. Alan Grant seinen Hut verloren hat? Ja, tatsächlich, das Markenzeichen von Dr. Alan Grant werden wir, sollte die Figur noch einmal irgendwie in kommenden Filmen sehen, so nicht mehr erleben können, denn der Originalhut von Dr. Alan Grant ist in Jurassic World Dominion vom Dimetrodon gefressen worden. Ich fand diesen Side-Fact in diesem Kommentar von euch, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber ich fand ihn auf jeden Fall relativ witzig und hab mir auch gedacht, irgendwie passt das schon, wie als würde man Indiana Jones Hut zerstören oder seine Peitsche kaputt machen oder irgendwie sowas. Das sind auf jeden Fall jetzt meine 18, beziehungsweise im Endeffekt waren es 19 Plätze gewesen, aller Tode aus Jurassic World Dominion. Schreib mir doch mal deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein und am besten machst du mal ein kleines Ranking für mich. Was sind denn deine Top 3 Tode aus Jurassic World Dominion oder was sind deine Top 3 Tode aus der gesamten Jurassic-Reihe generell? In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.